Eine uralte Erinnerung regt sich. Wenn ihr bereit seid, ruft mich und wir decken gemeinsam einen Teil von Illidans Vergangenheit auf. Illidan, euer Zorn ist fehlgeleitet. Ich habe euch nicht beleidigt. Ihr habt mich verstoßen, Cenarius. Nein, ihr dürft hier bleiben, doch werde ich nicht mehr euer Lehrer sein. Wenn ihr weiterhin die Wildnis studieren wollt, könnt ihr dies an der Seite eures Bruders tun. Dann soll ich also von einem Anfänger lernen, anstatt von einem Meister? Ihr müsst Respekt lernen. Malfurion verdient den Titel des ersten Druiden. Er ist ein wissbegieriger Schüler. Ihr hingegen nicht. Dieser Pfad erfordert Opfer, Illidan. Etwas, das ihr erst noch begreifen müsst. Bruder. Nur wenige haben so viel Scheitern und Ablehnung erfahren. Die meisten hätten wohl aufgegeben. Aber Illidan machte weiter. Geführt von der unsichtbaren Hand des Schicksals. Seine Bestimmung war eine andere. Hallo. Viel Glück. Wie darf ich helfen? Bis bald.
Ich werde euer Blut von meiner Klinge wischen, wie das der anderen. Microphone activated. Microphone muted. Eine uralte Erinnerung regt sich. Wenn ihr bereit seid, ruft mich und wir decken gemeinsam einen Teil von Illidans Vergangenheit auf. Rabenwache! Schickt diese Teufel zurück zu ihren finsteren Herren! Für Ashara! Für Kalimdor! Herr, die Legion hat unser Langstreckenteleportationsnetzwerk unterbrochen und Reisen somit zu einer Herausforderung gemacht. Besser spät als nie, was? Diejenigen von uns, die noch atmen, kämpfen weiter. Seid ihr bereit? Herr, hinter euch! Ein weiteres Teufelsportal hat sich geöffnet. Mondwachen, kanalisiert eure Energie durch mich. Zeigen wir diesen Monstern, wozu arkane Macht imstande ist. Was für eine Teufelsbrut haben diese niederträchtigen Kreaturen über uns gebracht? Mutter Mond, steh uns bei! Wir müssen uns ausruhen, Meister. Vielen Dank, Illidan. Doch die Schlacht hat gerade erst begonnen. Die Hälfte unserer Streitkräfte wurde von der Legion aufgerieben. Der Rest ist über das gesamte Gebiet verstreut. Was ihr hier seht,
ist alles, was von der Rabenwache übrig ist. Es steht schlimm. Dieses Monstrum in der Arena wird die Festung von innen heraus einäschern, wenn es niemand aufhält. Nehmt eure Mondwache und befreit die Rabenwehr von dieser dämonischen Invasion! Ihr seid unsere letzte Hoffnung, Illidan. Tut, was ihr tun müsst. Wenn die Rabenwehr fällt, wird ganz Suramar fallen. Ich werde euch nicht enttäuschen, mein Lord. Diese Schutzbarriere hat uns beinahe all unsere Energie gekostet. Wenn ich den Mondwachen noch mehr abverlange, werden sie sterben. Gelingt es mir, dieses deaktivierte Portal zu reparieren, dann bekomme ich die fehlende Verstärkung und eine Energiequelle, die mir neue Kraft gibt. Ausgezeichnet. Die Energie, die von diesem Portal ausgeht, stärkt meine Kräfte, wenn ich mich in der Nähe aufhalte. Ich sollte zu diesen Portalen zurückkehren, wenn ich erschöpft bin. Erwarte eure Befehle, Hauptmann. Ich bin bereit, Lord Rabenkrone. Lasst das Gatter herunter! Lasst das Tor herunter und geht in Stellung! Glaivenwerfer, macht euch bereit! Lauft, Rabenkrone, lauft! Vielleicht ist noch Zeit für euch zu fliehen und den Rest eures erbärmlichen Lebens in irgendeinem Baum zu fristen. Rabenkrone schickt einen Welpen gegen mich? Ich werde euch Manieren beibringen, Kind. Ich bin außer Reichweite. Euch der brennenden Legion zu widersetzen? Er zittert vor der überlegenen Teufelsmagie! Teufelsmagie ist zu mächtig. Ich könnte Energie von meinen Mondwachen abziehen und damit diesen Dämon in Stücke reißen. Aber meine Magier überleben das nicht. Was für eine Wahl habe ich also? Scheitere ich, wird Suramar morgen fallen. Und mit der Stadt meine geliebte Tyrande. Ich muss handeln. Vergebt mir für das, was ich euch antue. Meister, ich sterbe. Ihr habt eure eigenen Soldaten getötet! Ihr seid wahnsinnig! Ihr habt euer Schicksal besiegelt! Ihr hattet recht, Dämon. Teufelsmagie ist der Arkanen überlegen. Aber ihr führt sie plump und ungeschickt. Ich zeige euch, was sie in den Händen eines Meisters anrichten kann. Nicht genug Mana. Der Welpe hat Zähne. Mit Hauptmann Sturmgrimm an unserer Seite haben wir eine Chance. Nehmt den Wall ein, Rabenwache. Vorwärts! Es werden nicht weniger. Es scheint, als kämen die dämonischen Armeen aus dem Portal unten im Hof. Ich muss es zerstören, wenn wir das überleben wollen.
Aber dazu brauche ich meine Mondwache. Dieser Name wird dein Schicksal besiegeln! Ich habe fast keine Energie mehr. Ich muss mich an einem Portal erholen oder mich an der Essenz meiner Mondwachen stärken. Welt dankt euch für dieses Opfer. Euer Tod wird nicht umsonst sein. Kann mich nicht rühren. Machtlos. Erwarte eure Befehle, Hauptmann. Das, was ich euch antue. Meister, ich sterbe. Mehr Kraft, wenn wir diese Schlacht gewinnen wollen. Ihr beschreitet einen finsteren Pfad, von dem es kein Zurück gibt, Illidan. Erwarte eure Befehle, Hauptmann. Meinen Mondwachen. Gehe ich zu weit? Nein, ich kann mir keine Zweifel erlauben. Die Zukunft meines Volkes liegt in meiner Hand. Der mächtigsten Welt der großen, dunklen Weiten. Ich wünschte, es gäbe einen anderen Weg. Doch ich brauche Kraft. Unser Überleben hängt davon ab. Ihr tötet uns! Erwarte eure Befehle, Hauptmann. Das Portal nach Nihilam wird von einem Eridar namens Baladur bewacht. Gewöhnliche Magie kann dem Portal nichts anhaben. Ich muss den Zorn des Kosmos anrufen, um es zu zerstören. Danach sind nur noch der Dämon und ich übrig. Ich bin der mächtigste Magierjäger im gesamten Kosmos. Ihr seid nichts gegen mich, kleiner Elf. Jagt das. Zuvor spürte ich solche Macht, solche Pein! Illidan hat den Hof eingenommen! Rabenwache, vorstoßen! Wir kämpfen in der Arena!
Sturmgrimm! Führt die Truppen in die Schlacht! Ich muss einen Sprung in dieses Gebiet wagen, um diese Monstrosität zu vernichten. Mutter Mond, gib mir Kraft. Nein! Diese Kreatur hat all meiner Macht widerstanden. Ich muss meine Mondwachen ein letztes Mal um Unterstützung bitten. Was habt ihr getan? Ihr habt sie alle getötet, Illidan! Was soll ich eurer Meinung nach tun, Kurtalos? Mich unseren neuen Herren zu Füßen werfen, während sie unsere Welt in Brand setzen? Wir haben immer eine Wahl. Wir hätten was? Ihr seid blind, Rabenkrone. Ihr seid alle blind! Das war eine Invasion. Sie haben beinahe jeden hier getötet und Suramar eingenommen. Und alles, was ihr beisteuert, ist Kritik an meinen Methoden? Meine Magier sind zum Schutz unserer Welt gestorben. Was habt ihr aufgegeben? Was habt ihr geopfert? Ihr seid ein verdammter Narr, Rabenkrone! Einerlei. Ihr könnt mich nichts mehr lehren. Wir werden die Legion niemals besiegen, solange Feiglinge unsere Truppen anführen. Lebt wohl und viel Glück. Das nächste Mal könnt ihr ja um euer Leben betteln, statt dafür zu kämpfen. Es mussten schwierige Entscheidungen getroffen werden. Doch müssen wir Illidans Perspektive verstehen, wenn unsere Mission von Erfolg gekrönt sein soll. Was hättet ihr anders gemacht?